Und mit diesem gelben N5 Touring starten wir den heutigen Vlog. Wir sind in der BMW-Welt und wir spotten gleich am Ring. Also jetzt, oh Mann, das ist der neue M5, den haben wir ja schon öfters gesehen. Der M5 Touring. Mir persönlich gefällt der M5 Touring besser. Das ist irgendwie so ein schlichtes Heck. Der hat nicht so viele, der hat schon viele Ecken, aber ich finde, der sieht nicht wirklich aggressiv aus. Darum ist der sehr, sehr schön. Hier nochmal zum Vergleich der M5. Der ist eher so aggressiv auf BMW angelehnt. Aber okay. Wenn man hier so sieht, erinnert mich das ein bisschen an einen E60 M5. Aber okay, von da sieht der auch richtig geil aus. Die Farbe kommt übrigens viel geiler rüber. So, als ob man Sättigung drauf gemacht hätte. Ich mache jetzt mal mit ganz, ganz viel Sättigung. Und jetzt wieder ohne. Und jetzt mal ein bisschen weniger Sättigung, damit ihr mal seht, wie der normal aussieht. Aber okay. Hier nochmal ein M2 Performance Package und ein M4 CS. Der sieht wirklich aus wie ein Kia. Der ist geil. Und der sieht krass aus. Digga, Perleffekt kickt rein. Mach mal auf. 7er Alpina. Ich hab Gottes verkackt, ist egal. Schöner Speck. Ja. Und geiler G-Klassen-Speck. Und ein 7 Turbo. Hier geht's ganz schön ab. Carrera SC. Kona N, krass, ey. Hier geht's wirklich krass ab. Das ganze Zeug kam gerade innerhalb von den letzten 3 Minuten. Doch. McLaren GT. Da. Ah, scheiße. Bro, ich hab den so scheiße drauf. Vielleicht da hinten nochmal irgendwo. Nee. Ich dachte, der wäre nach da raus, aber der ist nach da weiter. C8. Das ist ein alter. Alter, das ist ein alter Audi, ey. Mann, RS7 hat Gas gegeben. Ja. Ganz hinten was Gelbes. Ja, der ist von Ding getuned. E46M. Und es geht direkt weiter mit Porsche. Ich glaube, das dürfte ein Tech Art sein. Ja, Magnum, TechArt Magnum. Ein DBX zieht ein Aston Martin München Trailer und da steht ein Vantage und ein 488 steht da hinten noch. 488 noch. Digga, ist ein DB4. Da ist ein SP1 und ein Monza SP2 anscheinend. Ist nicht irgendwie krass. Also ich finde das jetzt nicht krass. Das finde ich jetzt nicht so krass, aber okay. So ein SP1. Das ist gar nicht krass. Zwei. SP1,
812, dahinter irgendwas 296 GTB und das ist noch ein SB2. Kranke Scheiße. Digga, ich versuch gerade, ja. Keine Ahnung, was das ist. Hier, was ist das? Vanquish. Boah, geiler Spec auf dem DB11. Da ist noch irgendwas. Noch ein DB11. Noch ein DB11. Oder? Ja. DB. 12, Vanquish. Oh, ist das wegen deinem Poolfilter? Nee, ich hab gar keinen Poolfilter drauf. Ich halt halt den Schatten zu. Geiler. DB4. Ups. Den haben wir gefühlt gestern auch schon gesehen, aber ich glaube, das war ein anderer. Some Bentleys. Bentley. Oh, der neue Continental. Oha. First Edition. Geil. Die Felgen sind ja geil. Nochmal ein DB12. Nochmal mit Pullfilter. So. Sogar mit Muck-Kennzeichen. Nein. Alter, Kickdown, Digga. Vom Maybach. 812. GTS Assetto Fiorano F8 458 296 GTB in einem Tesla Spec. Wow. Z8. Was ist das für ein Logo? Ein Spider S. Ich muss ganz kurz Poolfilter einstellen. Aus Dubai. Der ist schon geil. Hat rotes Interieur. So. Das ist ein AMG. Keine Ahnung, was das ist. Bentayga. Und mit diesem Spider RS beenden wir heute auch den Vlog. Highlights: eigentlich der Spider RS selber. R8, Gallardo, SP1, SP2 und der M5 Touring. Alter! Das ist alles neu gemacht und hier drin steht einfach ein Huracan. Evo. Ciao.